Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video von mir. Ich habe heute für euch ein paar Hörbücher und Hörspiele, die ich auf Spotify gefunden habe. Und wenn ihr wissen möchtet, welche das sind, dann bleibt jetzt gerne dran. Ich war vor ein paar Wochen auf der Suche nach einem Hörbuch, welches ich mir beim Arbeiten anhören kann. Weil wenn ich verbringe halt sehr viel Zeit am Schreibtisch und wenn ich die ganze Zeit Musik höre, werde ich immer ein bisschen lala. Deswegen wollte ich etwas haben, was mich so ein bisschen entspannt und habe dann ein Hörbuch gefunden. Und war aber, bevor ich es entdeckt habe, so überrascht, wie viele Hörbücher es eigentlich auf Spotify gibt. Für dieses Video habe ich mir Hörbücher ausgesucht, bei denen ich quasi die Geschichte schon in Buchform gelesen habe, aber die ich sehr weiterempfehlen kann. Und ich habe ein paar Hörbücher rausgesucht, die ich super interessant fand und die ich auch sehr gerne selber hören möchte. Ich habe natürlich bei allen auch mal kurz reingehört, um die Stimme abzuchecken, weil das ist ja auch sehr wichtig, ne? Da muss ja die Stimme passen und ich fand bei allen die Stimme sehr überzeugend und deswegen sind jetzt quasi die in diesem Video. Das erste Buch ist aus einer Reihe, die ich sehr geliebt habe. Und zwar ist es Morgentau, die Auserwählte der Jahreszeiten von Jennifer Wolf. Aktuell gibt es nur den ersten Teil auf Spotify, finde ich aber nicht schlimm. Also man kann ja erstmal schauen, ob die Geschichte überhaupt etwas für einen ist und dann entscheiden, ob man das Buch kaufen möchte und weiterlesen möchte oder auch nicht. Also im Prinzip sind ja die Bücher in sich abgeschlossen. Ihr werdet das verstehen, wenn ihr es hört oder lest, was ich meine. Gelesen wird es von Friedel Morgenstern. Eine super angenehme Stimme. Passt, finde ich, perfekt zur Geschichte. Und ich erzähle euch einfach mal ganz kurz, worum es hier geht. In dieser Reihe geht es quasi um die Götter der Jahreszeiten, also Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Und um die Erdgöttin Gaia. Das ist im Prinzip die Mutter der Jahreszeiten. Sie kommt alle Jahrhunderte auf die Erde und sucht sich ein Mädchen aus, welches sie mitnimmt. Und dieses Mädchen wird eine Zeit mit den vier Jahreszeiten verbringen und sich letztendlich danach für einen von ihnen entscheiden. In diesem Buch erwarten euch wunderbare Charaktere. Ihr werdet die Götter lieben. Ich sag's euch, es sind ganz, ganz interessante Charaktere, alle auf ihre eigene Art und Weise sehr liebenswert. Und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also die Geschichte ist toll. Bis zur letzten Seite hat man extrem mitgefiebert. Wirklich, das ist, hätte ich gar nicht erwartet, aber es war wirklich so. Und ich kann es euch auf jeden Fall nur empfehlen, einfach mal, um da reinzuschnuppern. Das nächste Buch, Hörbuch, wäre Vielleicht jetzt von Caroline Wahl. Das ist der erste Teil der Vielleicht-Reihe. Habe ich damals von Lisa geschenkt bekommen, von dem Kanal Ruby Red Books. Das war während unserer Bookshopping Queen. Das war so ein cooles Format, das hat richtig Spaß gemacht. Und da hat sie mir das geschenkt. Ich habe es in dem Video natürlich auch vorgestellt und auch viel zu spät erst gecheckt, dass es signiert war. Oh, ich sehe nämlich gerade, dass da sogar noch was signiert ist. Da steht viel Freude, mit der Geschichte alles Liebe. Und dann schreibt sie für Caroline Wahl. Wie cool ist das denn? Das habe ich eben gar nicht gesehen. Weg. Typisch ich. Und ja, das habe ich auch auf Spotify entdeckt. In dieser Geschichte geht es um Gabriella und sie fliegt von Brasilien nach München, um undercover bei einer Catering-Firma ein Praktikum zu machen. Sie macht es dort undercover, da ihr Vater der Besitzer dieser Catering-Firma ist und sie hat ihren Vater noch nie richtig kennengelernt und das ist jetzt Gabriellas Mission. Auf dem Flug trifft sie allerdings auf einen unverschämten Kerl, den sie einerseits total arrogant, aber irgendwie auch ganz gut findet. Und letztendlich stellt sich dann heraus, dass dieser Kerl namens Anton ihr Ausbilder bei der Catering-Firma sein wird. Und zwischen denen sprühen die Funken. Auch wenn sie eigentlich was ganz anderes vorhat, kann sie doch nicht dieses Kribbeln im Bauch ignorieren, was Anton in ihr auslöst. Gelesen wird das Buch auf Spotify von Yeshim Maisheit. Hat mir auch auf Anhieb gut gefallen, die Stimme. Ganz sanft, ganz angenehm und perfekt auch für die Geschichte. Ich möchte auf jeden Fall weiterlesen bzw. weiterhören, je nachdem, weil die Charaktere, die hier noch auftauchen und die ihr eigenes Buch quasi bekommen, ich mochte die total gerne im ersten Teil. Deswegen hätte ich auf jeden Fall Bock, da weiter zu lesen oder weiter zu hören. Dann habe ich als nächstes für euch New Beginnings von Lily Lucas aus Spotify, gelesen von Sandra Voss. Das ist der erste Teil der Green Valley Love Reihe. Habe ich vor längerem gelesen, fand ich aber auch super schön, weil es eine ganz tolle Atmosphäre hat und das ganze Setting mir sehr gefallen hat. In dieser Geschichte geht es um Lena. Sie kommt aus Berlin und ist als Au-pair-Mädchen jetzt in den Rocky Mountains bei der Familie Cooper. Lena fühlt sich auf Anhieb total wohl in dem Haus von Jack und Amy. Allerdings ist noch eine weitere Person in dem Haus,
mit der sie nicht so wirklich warm wird. Und zwar wohnt Jacks jüngerer Bruder Ryan ebenfalls aktuell bei den Coopers, eher unfreiwillig. Er ist der gefallene Held von Green Valley. Nach einem schweren Skiunfall musste er seine Profikarriere beenden. Und dementsprechend ist auch seine Laune. Diese schlechte Laune lässt er dann komplett an Lena aus. Er ist super sauer, fies und einfach total gemein zu ihr. Doch dann beginnt plötzlich die Chemie, sich zwischen den beiden zu ändern. Und ich glaube, wir wissen alle, was das bedeutet. Ich habe Band 1 und Band 2 New Promises gelesen. Ich glaube, ich werde die nächsten Teile aber hören, weil ich mochte Sandra Voss Stimme total gerne jetzt eben, als ich reingehört habe. Sie liest nämlich auch die nächsten Bände und da habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Das nächste Buch, Hörbuch, ist ein Psychothriller. Hat mir damals so gut gefallen. Es war ein absoluter Page-Turner, spannend bis zur letzten Seite, mit Plot-Twists gefüllt. Und zwar Das Dorf von Arno Strobel. Gelesen wird das Buch auf Spotify von Sascha Rotermund. Und seine Stimme hat mich auch direkt gepackt. Die ist super atmosphärisch und eigentlich so die perfekte Stimme für Psychothriller. In diesem Buch geht es um Bastian Tanner. Er bekommt einen Anruf von seiner Ex-Freundin, von der er das letzte Mal vor 2 Monaten gehört hat. Dann ist sie plötzlich spurlos verschwunden. Er hat sie nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Sie ruft dann voller Panik an und voller Angst. Er macht sich dann auf die Suche nach ihr und gelangt in ein äußerst seltsames Dorf. Das, was dort ans Licht kommt und was er dort erfährt, ist wirklich unfassbar. Das waren jetzt die Bücher, die ich quasi als Buch von hier habe und die ich auf Spotify entdeckt habe, bei denen ich glaube, dass es ganz cool ist, da einfach mal reinzuschnuppern. Und jetzt kommen wir zu den Hörbüchern, die ich noch nicht gehört habe, aber gern hören möchte. Und zwar machen wir mit Arno Strobel direkt weiter. Ich blende euch einmal hier immer kurz das Cover ein. Und zwar Fake. Fake wird ebenfalls von Sascha Rotermund gelesen. Fake habe ich euch auch bereits in einem Wunschlisten-Video von mir vorgestellt. Und als ich gesehen habe, dass es auch von Sascha Rotermund gelesen wird, ich habe ja eben gesagt, dass seine Stimme sehr atmosphärisch ist und ich gerne Das Dorf sogar nochmal hören würde. Aber ich weiß ja, was passiert. Und ich würde mir so ein bisschen die Spannung nehmen. Deswegen war ich happy, als ich gesehen habe, dass er auch Fake liest. In diesem Psychothriller geht es um Patrick Dostert. Er freut sich eigentlich, seinen freien Tag mit seiner Frau zu verbringen, in Ruhe zu frühstücken. Jedoch werden die beiden gestört, als plötzlich jemand an die Tür klopft. Vor der Tür stehen dann 2 Beamte der Kripo Weimar. Und sie wollen Tacheles mit Patrick Dostert reden, denn er wird verdächtigt, vor 3 Tagen eine Frau entführt und misshandelt zu haben. Patrick versucht weiterhin, seine Unschuld zu beteuern. Allerdings taucht kurze Zeit ein Video auf, welches ihn überführt. Ich freue mich richtig doll, es zu hören. Ich glaube, es wird sehr spannend. Und ich habe ja eh schon länger vorgehabt, es zu lesen bzw. jetzt zu hören. Das nächste Buch, Hörbuch, was ich ausgesucht habe, ist Ein wenig Leben von Hanya Jana Gihara. Gelesen von Torben Kessler. Ich habe das Buch, also ich glaube, jeder kennt das Buch. Ich habe das Buch damals sehr gern lesen wollen, aber irgendwie konnte ich mich nicht richtig dazu motivieren. Es ist auch sehr dick und eine sehr, sehr schwere Kost. Es geht um wichtige und sehr, sehr tiefe Themen. Es geht um Freundschaft, es geht um Depressionen, es geht um Glücklichsein. Es thematisiert wirklich vieles, was wichtig ist. Und ich glaube, es zu hören fällt mir ein bisschen einfacher, als es zu lesen. Ich glaube einfach, dass es sehr anstrengend auch gleichzeitig ist. Und deswegen habe ich das gefunden und war auch sehr happy darüber. Und ich glaube, das ist auch ein Hörbuch, was man nach und nach hören muss, damit man das, was man hört, erstmal sacken lassen kann. Aber das ist auf jeden Fall eine Geschichte, die ich gerne mal gehört oder gelesen hätte. Wollen würde, möchte, ihr wisst, was ich meine. Als nächstes hätte ich einmal Dark Ivy, Wenn ich falle, von Nicola Hotel, gelesen von Dagmar Bittner. In diesem Buch geht es um Eden Collins und sie wünscht sich im Prinzip einfach nur, Freunde zu finden. Sie ist jetzt mit einem Stipendium auf einer renommierten neuen Schule und nachdem das letzte Highschool-Jahr bei ihr einfach die absolute Hölle war, nach einem tragischen Unfall, der passiert ist, wünscht sie sich dort quasi einfach einen Neustart. Das ist aber leider alles nicht so einfach, wie Eden es sich vorstellt. Und als sie dann bei einem sozialen Experiment an ihre Geheimnisse erinnert wird, bricht sie komplett zusammen und ausgerechnet der Millionenerbe William Grantham III. Bemerkt das, den sie einerseits total faszinierend findet, der aber andererseits auch total abweisend ist und mit dem sie schon aneinander geraten ist. Bei dem Buch habe ich viele unterschiedliche Meinungen gehört. Positiv, aber auch negativ. Auch zum Teil, dass das Buch nicht so ist, wie sich das manche vorgestellt haben.
Und ich möchte mich gar nicht davon beeinflussen lassen, aber unterbewusst tue ich es schon. Deswegen dachte ich mir, es ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, einfach mal reinzuhören und zu gucken, ob das meins ist und dann ja selber zu entscheiden. Das war tatsächlich das Letzte, welches ich euch heute vorstellen wollte. Ihr könnt mir aber sehr gerne in die Kommentare schreiben, ob ich nochmal so einen Teil wünscht, in dem ich euch Hörbücher vorstelle, die ich auf Spotify entdeckt habe und welche Hörbücher ihr so gerne hört. Gerade aktuell. Wenn ihr Empfehlungen habt, haut sie gerne raus. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf und bis zum nächsten Video. Tschüss!